Ich begrüße Sie. Also wirklich, seit März sprechen wir von nichts anderem als von Corona. Das erträgt zum Beispiel die SPD gar nicht. Und damit man auch von ihr spricht, hat sie uns bekanntlich jetzt infiziert mit der Idee eines Kanzlerkandidaten. Weit ab vor der nächsten Bundestagswahl. Da können Sie nur noch in Quarantäne. Nein, nur eine halbe Stunde. Denn Ihre Quarantäne ist die Matthias Richling Show. Jetzt kommt sie. Kommen Sie. Ja, Quarantäne, Quarantäne, Quarantäne. Also, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Matthias Richling Show. Das kann ich Ihnen sagen. Eine Quarantäne ist ja im Moment in diesen schweren Zeiten für viele die letzte Hoffnung auf Entspannung. Ja, natürlich. Seit März werden wir bedroht von diesem Virus Corona. Nicht wahr? Seit März sitzen wir wie die Karnickel vor der Schlange und fragen uns ja, wann ist es denn endlich soweit? Wann erwischt es uns denn? Wann kriegen wir denn diese Krankheit? Wann kommt's denn? Aber, das sagen ja alle Virologen, das war sogar in Ischgl so, bei 85% der Infizierten bricht die Krankheit gar nicht aus. Das ist ja russisches Roulette. Nur 15% der Infizierten kriegen Lunge, Fieber und Symptome. Und die meisten nicht mal drastisch. Ja, da gewinnst du ja schneller im Lotto. Und dieses Lauern, wissen Sie, dieser Wartezustand, wann ist es soweit, wann kriegen wir es, wann kriegen wir es? Das ist ein solcher Stress. Um sich davon zu erholen, da reicht der Jahresurlaub nicht, das kann ich sagen. Natürlich nicht. Und deswegen sind ja viele nach Mallorca gedüst und haben dort abstandslos Urlaub gefeiert und Party. Weil sie genau wussten, wenn wir abstandslos feiern, dann kriegen wir nach der Rückkehr noch 2 Wochen Zusatzurlaub in der Quarantäne. Das ist der Grund, natürlich. Denn wenn alle krank würden, würden ja auch alle alles mitmachen. Und dieses Warten, aber wissen Sie, diese Ungewissheit, das erträgt eben, wie gesagt, die SPD gar nicht. Nicht wahr? Diese Tatsache, dass also Corona jeden Tag erste Schlagzeile ist in den News, weil es auch so unerklärbar ist. Ne? Geburtstagsfeier, alle stecken sich an, aber hier, da Friedrich Merz, CDU, egal, hat erzählt, er hätte im Frühjahr Corona gehabt, wusste es noch nicht, in der Zeit, wo er es nicht wusste, hatte er engen Kontakt mit fast 90 Leuten, inklusive seiner 96 Jahre alten Eltern. Und nicht einer kriegt das Virus. Was ist da los? Das ist rätselhaft, das ist undurchschaubar. Und da sagt eben die SPD, ja, Moment mal, rätselhaft und undurchschaubar, das sind wir doch auch. Warum sind wir nicht erste Schlagzeile in den News? Und wie sie das hinkriegt, nicht wahr? Und wer ihr dabei Konkurrenz macht, das erzählen uns heute Winfried Kretschmann und Thomas Strobel, die sich vor allem selbst belauern. Rudi Zerne, der in Aktenzeichen XY ungelöst ganz andere Viren, respektive Bazillen verfolgt. Der Startloch-Einsitzende der SPD, Olaf Scholz eben. Und die SPD-Aussitzende, Saskia Esken. Hallo Freunde, hallo Genossen. Es wird mal wieder Zeit für ein Summary. Sonst kriegt man gar nicht alles aufgezählt, was die neuen Chefs der SPD, nämlich der Norbert Walter-Borjans, der Novabo und ich, was wir alles geleistet haben in letzter Zeit. Ja? Ich gebe ein paar Beispiele, damit Sie es wissen. Arbeit, gell? Bildung, gell? Tarif und Verträge, gell? Also auch mal zusammen, Tarifverträge. Ja, das haben wir alles auf den Weg gebracht. Ja? Und da sind wir wahnsinnig stolz, dass einfach der Geist und der Spirit herrschen bei uns, dass wir als politische Kraft wahrgenommen werden. Uns sind einfach inhaltlich die Themen wichtig und da ist egal welche. Ja, Entschuldigung, Moment. Und zwar, natürlich. Wir sind die Wundertüte der Politik. Was man von uns erwarten kann, das wissen wir selber nicht. Aber da steigt die Spannung, nachdem wir ja auch jahrelang von der CDU im Gefängnis GroKo vergewaltigt worden sind. Und zwar zu unseren eigenen Themen. Homo-Ehe, Frauenquote, Mindestlohn. Ja, das ärgert uns jetzt noch, dass wir das alles durchgesetzt haben. Die CDU hat die Lorbeeren. Wir hätten gerne noch 50 Jahre gewartet und der Lob gehört an uns. Aber was willst du machen, ne? Wenn der Aufseher im Gefängnis GroKo aus den eigenen Reihen kommt und Olaf Scholz heißt und ein Homunculus ist von der CDU? Eine Billigkopie konservativer Denkungsmilch? Ja? Entschuldigung, aber es ist so einfach. Ja, ich sag nur schwarze Null. Ne? Die hat jetzt der Olaf ja praktisch beerdigt sozusagen.
Ja? Ja, weil Corona ist. Aber die Frage ist natürlich, brauchen wir jedes Mal einen Virus, damit der Olaf seine konservativen Ideen beerdigt? Ja? Ja, dass er damit beim Volk Erfolg hat, das ist ein anderes Blatt auf der Medaille. Und deswegen haben wir ja auch, der Novabo und ich, zum Kanzlerkandidaten gemacht, weil ich als Parteichef bei der Wahl dermaßen abgestunken letztes Jahr im Dezember. Das sagt nicht mehr viel. Ja? Ist nur bedenklich, dass er jetzt schon anfängt zu sagen, er ist die Stimme der Vernunft. Und das sagen wir, der Novabo und ich, also das brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr Standards, mehr Floskeln und mehr Allgemeinplätze. Und da haben wir uns mit der ganzen SPD-Ebene verständigt. Wir wollen einfach den großen Namen in der SPD gerecht werden. Ja, und die SPD ist einfach die Partei von August Bebel, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Angela Merkel. Da sind der Novabo und ich, die Saskia, einfach der richtige Mann. Entschuldigung. Ja, hier ist Olaf Scholz. Ist Olaf Scholz dann die richtige Frau? Wenn schon nicht als Parteichef, dann wenigstens als Kanzlerkandidat. Das würde ich ihn gerne mal fragen, wenn er Zeit für uns hat. Ah, guten Abend, Olaf Scholz. Schönen guten Abend, Herr Scholz. Ja, ich nehme die Wahl an. Nein, Moment, Sie sind ja erstmal Kandidat bis jetzt. Also, ach so, schade. Ja. Hat Sie das eigentlich überrascht, Herr Scholz? Was denn? Dass die beiden Parteichefs Esken und Borjan Sie zum Kanzlerkandidaten ausgerufen haben. Nein, davon bin ich ausgegangen. Naja, aber Kandidat wird ja normalerweise immer der Parteichef, oder sehe ich das anders? Ja, Parteichef war ich ja fast. Ja, nun sind ja Parteichef Esken und Borjans und tja, was sagt uns das? Diese beiden Esken Borjans haben Sie ja bei der Wahl zum Parteichef besiegt. Und das habe ich aber nie ernst genommen. Ja, gut, also welche Qualifikation fehlt Ihnen denn als Parteichef, die Ihnen jetzt als Kanzlerkandidat reicht? Die Fähigkeiten. Welche sind das denn? Ich weiß, wie man Wahlen verliert und dieses Wissen will ich auch diesmal voll nutzen. Also, und so wollen Sie Deutschland führen, aber die SPD zu führen, das trauten Ihnen die Genossen nicht zu. Deutschland zu führen ist ja auch wesentlich einfacher. Ja, aber wie wollen Sie denn Deutschland führen? Der Erfolg von Frau Merkel lag ja im Einlullen der Bürger, da war sie ja sehr... Genau, und da habe ich viel von ihr gelernt, ich denke, das kann ich auch. Aha, können Sie sonst noch was, Herr Scholz? Das hat man ja gesehen an meiner Bewältigung von Corona. Naja, also das mag sein, aber die wirtschaftlichen Folgen führen ja zu einem größeren Desaster als die gesundheitlichen Folgen von Corona. Pleiten von Lokalen, von Theatern, von Künstlern, von Technikern. Also, wir Minister und Abgeordnete haben unser volles Gehalt durchgehend gehabt. Ja, das ist ja das, was die Leute aufregt. Ja, da kann ich als Minister doch nicht dafür. Ach. Nee? Das ist eine Frage der persönlichen Berufswahl. Hätten alle was Gescheites gelernt rechtzeitig, dann hätten sie diese finanziellen Ausfälle nicht. Das ist Ihre Meinung, ja? Nein, ich bin der Finanzminister. Meine Meinung fällt unter das Steuergeheimnis. Die kenne nicht mal ich. Puh, also wenn man an die Hähnchenkämpfe zum Beispiel denkt von einem Winfried Kretschmann und einem Thomas Strobel, dann wäre man oft dankbar, man würde noch mehrere Meinungen nicht kennen. Ja gut, also, meine sehr verehrten Mitbürger. In Zeiten, in denen von Herrn Trump bis Herrn Lukaschenko bis innenpolitisch zur Wahlkampferöffnung der SPD gerade wieder jeder versucht, seine Wichtigkeit in den Vordergrund zu stellen. Also da bin ich ganz anderer Meinung, Herr Kretschmann, wie ich sagen darf. Wenn man vom Rumpelstilz spricht, sollten wir endlich einmal wieder sprechen über Corona. Ach, das ist ja der größte Witz. Seit März sprechen wir von nichts anderem wie von Corona. Ja, wo leben Sie denn? Entschuldigung. Seit den Abendnachrichten habe ich von Corona nicht ein einziges Wort gehört. Ja, es war vor 2 Stunden. Das sag ich ja. Bei einer solchen Bedrohung wie Corona sind 2 Stunden eine Ewigkeit. Ja, ist in Ordnung. Sollten wir endlich wieder sprechen über Corona? Ja. Und die Ignoranten in der Bevölkerung, die ohne Not und trotz aller Warnungen verreisen in Corona-Risikogebiete, da rumfläzen und Seele und Brüste baumeln lassen? Herr Kretschmann, also wie reden Sie denn da? Tun Sie doch nicht so käsenhäßig. Ich? Was fällt Ihnen denn ein? Für diese Uneinsichtigen sind natürlich nach ihrer Rückkehr Corona-Tests ein Muss. Und diese Corona-Tests sind selbstverständlich aus eigener Tasche selbst zu bezahlen. Herr Kretschmann, wissen Sie eigentlich, wie teuer so ein Corona-Test ist? Ja, deswegen ja.
Wer im Urlaub 15 Mal am Tag 30 Euro ausgeben kann für einen Strandcocktail, der wird sich ja wohl noch einen Corona-Test leisten können. Also es gibt doch nicht hier 15 Mal am Tag 30 Euro aus für einen Strandcocktail. Wo leben Sie denn, Herr Kretschmann? Ja, umso besser. Noch Geld genug gespart für einen Corona-Test. Ach, also, Sie sind ja ein Ignorant, das ist ja unklar. Also wenn die Leute mühsam sich den Urlaub nach Lockdowns und Pleiten und Arbeitslosigkeit abgespart haben von ihren Mündern, dann sollen sie noch den Corona-Test bezahlen. Ja, da bleiben sie gleich zu Hause benachteiligt, weil Luxusreisenden und Reichen, denen macht natürlich so ein Corona-Test-Geld gar nichts aus. Sie spalten wieder mal die Gesellschaft, Herr Kretschmann. So ein granatenmäßiger Unsinn. Ach. Wer sich in Gefahr begibt, kann auch dafür umkommen. Dafür aufkommen. Ach so, daher. Es geht doch nur darum. Ja, das sag ich ja die ganze Zeit. Es geht darum. Ja, genau darum geht es. Entweder wir haben eine Sozialstaat, wo alle aufkommen für das Risiko von Einzelnen, oder wir lassen es bleiben, Herr Kretschmann. Dann lassen wir es doch einfach mit diesem Sozialstaat. Und das sag ich ja. Und das sag ich ja. Warum sollen alle aufkommen für das Risiko von Einzelnen? Ja gut, dann zahlen wir künftig keine Lungenoperationen mehr für Einzelne, die sich im Risiko rauchen, rumsuhlen. Bitte, Das hat es. Wieso zahlen wir noch Medikamente für die Diabetes, Bluthochdruck, Cholesterin und kaputte Gelenke für Einzelne, die sich im Vielfressen hingeben, dann lassen wir es doch einfach, da zahlen wir da auch nichts mehr dafür. Herr Kretschmann, so ist doch Ihre Theorie. Das ist doch schamlos übertrieben. Sozialstaat ist dann schamlos übertrieben, Herr Kretschmann. Wieso zahlen wir noch für einzelne Schädel- und Knöchelbrüche, für Einzelne, die aus dem Risikovergnügen Skifahren lädiert nach Hause kommen? Aber das ist doch... Jetzt rede ich mal, Herr Kretschmann, jetzt bin in Fahrt, dann können sich den Staat künftig nur 10% der Bevölkerung leisten. Dann können sich Arme aufhängen, wenn sie in Deutschland überleben wollen. Da können nur noch Starke überleben. Und Darwin hat uns endlich mit unserem Sozialstaatsgetusel besiegt. Also, dass ich so reden muss, das kostet mich wirklich viel Überwindung. Das hätte ich mir im Leben nicht ausgedacht. Strobel, ich bitte. Ach, Sie sind noch da. Nein, ich gebe Ihnen ja recht. Ja, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Ja, das hat uns Corona eingebracht. Angst vor der Zukunft, Panik vor der eigenen Existenz, Feindseligkeit gegenüber denen, die keine Angst haben, Bespitzeln von Nachbarn, ob sie die Abstände einhalten und ob der Untermieter den Feindsender hört. Nee, Entschuldigung, das war eine andere Zeit. Entschuldigung, bitte. Aber Urlauber werden hingestellt als Gefährder der Gesellschaft. Und wer vor der Insolvenz steht und wagt anzumerken, ob das den Lockdown wirklich wert war, wird ja beschimpft als Brunnenvergifter und Neonazi. Das kann ich sagen, wenn das so weitergeht, dann werden wir alle in Deutschland ein Fall für Aktenzeichen XY ungelöst. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst. Mein Name ist Rudi Zerne. Wir beginnen mit einer Nachricht, die es in sich hat. Seit 1967 berichten wir von Aktenzeichen XY ungelöst in regelmäßigen Abständen im deutschen Fernsehen über Diebstähle, Einbrüche und Mordfälle. Aber das Virus Corona verändert das Land. Geschäfte, Lokale und Theater waren geschlossen und werden nur spärlich wieder geöffnet, ebenso Schulen und Universitäten. Das heißt, auch für Verbrecher sind es besondere Zeiten. Langfinger haben es angesichts kontrolliert besuchter Geschäfte, angesichts leerer Busse und Bahnen und verbotener Großveranstaltungen schwer. Autodiebe haben angesichts geschlossener Grenzen und wiederholt ausgesprochener Reisewarnungen zu leiden. Ebenso Fahrraddiebe, die vor S-Bahn-Stationen, vor Büros und Lokalen weniger beliebte Objekte vorfinden. Dazu kommt, dass Wohnungseinbrüche drastisch zurückgehen, weil die Menschen zu Hause sitzen und Heim und Hof hüten. Parks und Clubs sind leer, wenn nicht gar geschlossen. Das heißt, auch Dealern fehlen die Kunden für Marihuana, Koks und Liquid Ecstasy. Mit anderen Worten, das Virus Corona ist auch bei Aktenzeichen XY ungelöst eingebrochen. Wir stehen wie viele Einzelhändler und Gastronomen vor der
Insolvenz und deswegen die dringende Bitte an Sie, liebe Zuschauer, lassen Sie uns nicht im Stich. Wir bieten einen Catering-Service. Wir selbst liefern Ihnen Einbrecher und Diebe, aber da hieß Ihre Mithilfe gefragt, wenn Sie aus dem Haus gehen, lassen Sie Fenster und Haustüre nur angelehnt. Rufen Sie nie gleich die Polizei, wenn sich jemand in Ihrem Hause zu schaffen macht. Warten Sie damit, bis er über alle Berge ist. Wenn er gleich erwischt wird, haben wir nichts zu suchen. Tragen Sie Schmuck locker und provokativ um Hals und Handgelenke. Gehen Sie nur mit weit geöffneter Handtasche und Rucksack durch die Stadt. Und wenn Sie so keinen Erfolg haben, liebe Zuschauer, dann zur Not bestehlen Sie sich selbst. Täuschen Sie Ihre eigene Straftat vor. Dann können wir wenigstens Sie suchen. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause einer ehemals namhaften Gruppierung, die sich immer noch SPD nennt und der immer noch Wählerstimmen gestohlen werden. Bleiben Sie dran. Hallo Freunde, hallo Genossen. Der Bundestagswahlkampf 2021 ist eröffnet. Sie müssen sich als Wähler entscheiden. Und da gibt es etliche Baustellen. Der Fachkräftemangel zum Beispiel wird sich stark verstärken. Das sehen Sie auch gerade an der Führungsebene der SPD. Ja? Aber es gibt ein Problem, was dominant ist. Und es bleibt auch dabei, nämlich Corona, das Virus. Und da haben wir von der SPD eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Nämlich Aktionen, die helfen sollen bei Corona, Maßnahmen etc. Und da gibt es eine Menge Protestler. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da fehlt mir jede Anmache. Ja? Da kann man nur Gleiches mit Gleichem vergelten, sonst kapieren es die Leute nicht. Und ich kann nur sagen, wenn die Leute da auf die Straße gehen, wie in Berlin, Stuttgart oder Frankfurt, und Corona kleinreden, da kann ich nur sagen, das sind alles Covidioten und denen kann man nur begegnen mit Idiotie. Und deswegen haben wir uns von der SPD entschieden für einen Kanzlerkandidaten, nämlich Olaf Scholz. Ja? Ich weiß, jetzt werden viele sagen, Moment, ihr seid doch Parteichef geworden im Dezember 2019, weil der Olaf sich herausgestellt hat als Nieter der Sozialdemokratie, als Trojaner der CDU im eigenen Lager. Das ist doch ein rotes Tuch für euch, also ein schwarzes. Aber, was willst du machen? Er ist halt im Volk der Olaf der Beliebteste. Und da läuft einfach die alte römische Kriegslehre vom alten Rom. Den Feind, den man nicht umzingeln kann, muss man umarmen. Wir umarmen Olaf Scholz. Zumal es auch in Deutschland, in den Reihen der Polizei, latenten Rassismus gibt. Das hat jetzt nichts zu tun mit Olaf, aber es ist einfach gut, wenn man das mal unterbringt. Schnitt. Aktenzeichen XY ungelöst, liebe Zuschauer. Ich bin Rudi Zerne, wir melden uns zurück. In der dramatischen Lage, in der wie vielen Künstlern, Gastronomen und Einzelhändlern die Geschäfte, so auch uns von Aktenzeichen XY ungelöst die Täter und Diebe wegbrechen, haben wir von Aktenzeichen XY ungelöst uns entschieden, einzusteigen ins internationale Suchgeschäft. Es geht um einen Fall von äußerster Brutalität und eine Gruppe von Verbrechern, die angeführt wird von einer Person, die nicht davor zurückschreckt, ihre Opfer zu foltern, zu lynchen, zu vergiften und zu ermorden. Die Mördergruppe hat sich spezialisiert auf Menschen, die sich politisch und in diesem Genre insbesondere demokratisch entäußern, wie den politisch tätigen Viktor Gontschow schon im Jahre 1999. Profiler haben analysiert, dass der oder die Gesuchten insgesamt gerne politisch anerkannt werden möchten und alles dafür tun, jedoch insgesamt verhasst sind. Nicht anders ist zu erklären, dass sogar ein Ministerialer, sogenannter Herr Sacharenko, auf einem Truppenübungsplatz von einem Killerkommando erschossen worden sein soll. Seine Leiche wurde dann zum Zwecke der Vertuschung von Beweisen in ein nahegelegenes Krematorium verbracht. Ebenso erging es dem Begründer einer politischen Internetplattform namens Bebenin. Man hat ihn an einem Strick aufgehängt, vorgefunden in seinem Landhaus.
Und deswegen die Frage an Sie, liebe Zuschauer, wer hat Verbindungen zu diesem Strick? Wer kennt diesen Strick? Wer hat einen ähnlichen Strick zu Hause? Wer war schon einmal auf einem Truppenübungsplatz, auf dem jemand hätte erschossen werden können? Und wer ist selbst schon mal erschossen worden? Wer hat das Wort Krematorium schon einmal gehört? Wer kennt jemand nicht, weil er verschwunden ist? Wer hat von den genannten Opfern noch nie gehört? Und überlegen Sie bitte, warum? Und warum kennen Sie dann diesen Mann? Alexander Ryorowitsch Lukaschenko. Seien Sie vorsichtig, liebe Zuschauer. Lukaschenko ist bewaffnet und schreckt nicht davor zurück, auf Menschenmengen zu schießen. Es wurde in dieser Sache bereits der Europäische Gerichtshof angerufen, aber da tut sich wenig mit der Begründung, bei so viel Macht gäbe es eventuell noch Chancen auf größere und lukrativere Geschäfte, die den Wert der Menschenleben weit übersteigen, die hier zu Opfern geworden sind. Mit anderen Worten, es sind noch nicht genügend Menschen umgekommen, als dass sich ein Verzicht auf größere Geschäfte lohnen würde. Wir unterbrechen bis zur nächsten Sendung Aktenzeichen XY ungelöst in 2 Monaten. Bitte, liebe Zuschauer, bleiben Sie so lange dran. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Hallo? Was soll das? Hilfe? Hallo? Nun haben wir ja wenigstens eine frei gewählte Regierung ohne Wahlfälschung. Weder Frau AKK noch Herr Olaf Scholz treten auf mit einer Kalaschnikow. Naja, vielleicht Frau AKK aus beruflichen Gründen als Verteidigungsministerin. Aber viele fühlen sich dagegen bedroht von dem Virus Corona, nicht? Und empfänden eine weitere Total-Lockdown-Situation als Kalaschnikow, die sich gegen ihre Freiheit richtet. Da ist die Frage, ob Reaktionen darauf sich bei uns auch, wie schon im Kleinen in Stuttgart und Frankfurt, im Größeren in Berlin, ausweiten könnten. Nicht wahr? Wie in Belarus zum Beispiel. Das würde ich gerne mal Olaf Scholz noch fragen, wenn er uns zugeschaltet wäre, Herr Scholz. Das ist die Frage. Herr Scholz, ja, die Frage ist ja, also... ich nehme die Wahl an. Nein, die Wahl kommt. Kommt doch erst. Also, nee, immer noch nicht. Nein, Herr Scholz. Differenzen nach der Wahl in Belarus. Trump zweifelt ein Wahlergebnis an, das es noch gar nicht gibt. Könnte sowas auch bei uns passieren? Nein. Warum nicht? Weil bei uns ein gewichtiger Teil der Wahl die SPD ist. Ja. Und damit die Urwerte der SPD ein gewichtiger Teil der politischen Auseinandersetzung. Aha, und welche sind das? Zusammenhalt und Solidarität. Also bitte, gerade an Zusammenhalt und Solidarität hat es doch in der SPD seit Jahrzehnten gefehlt. Und zwar weit, natürlich. Also bitte, Frau Esken und Herr Borjans haben während der Parteichefswahl über Sie hergezogen, noch und noch. Dann haben Sie Sie jetzt erkoren zum Kanzlerkandidaten. Jetzt fängt Frau Esken wieder an, Interviews zu sagen, sie könnte sich vorstellen, kleiner Koalitionspartner der Grünen zu sein. Sie wollen großer Koalitionspartner sein. Das ist doch nicht Zusammenhalt und nicht Solidarität. Das ist ja eine alte Lebensweisheit. Was denn? Dass derjenige, der ihm etwas beibringt, das er aber nicht erfüllen kann. Wie soll ich das denn verstehen? Am wenigsten überzeugt der Abstinenzler doch von Antialkoholismus, sondern der Alkoholiker selber, weil er das Drama Alkohol von innen kennt. Wir von der SPD predigen seit Jahrhunderten Solidarität und Zusammenhalt, weil wir täglich erfahren, wie schrecklich das ist, dass wir das alles nicht haben. Ach so, Sie erinnern sich an ein Telefonat mit Frau Esken, ne? Ne? Nein. Ja. Frau Esken erinnert sich ja auch nicht. Ach so. Ja, hier ist Olaf Scholz. Ja, hallo, ich bin's. Ja, wer ist da? Saskia. Wer? Esken, Saskia Esken. Wer? Die Saskia Esken. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin doch Saskia. Ich bin deine Parteichefin. Ich bin doch gar keine Partei. Ich bin die Saskia, die Chefin von deiner SPD. Ach so, ja, ich kann mir ja nicht jeden Namen merken. Also, das wirst du doch wissen, wir haben dich doch besiegt bei der Wahl zum Parteichef. Wann? Im Dezember 2019. Ach so, ja, ich kann mir ja nicht jedes Datum merken. Also, das wirst du doch wissen, dass wir dich besiegt haben bei der Wahl zum Parteichef. Jetzt sind Sie schon 2? Ja, ich, der Novabo, der Norbert Walter-Borjans und ich, wir haben dich besiegt. Wer? Mit dem Novabo. Und Sie waren? Die Saskia. Wer? Saskia Esken. Ich glaube, Sie haben sich verwählt. Neu, jetzt wart. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Was denn noch?
dass wir das entschieden haben, dass du von der SPD der Kanzlerkandidat sein sollst von der SPD. Ich? Ja, du. Ja, aber sowas kann doch nur der Parteichef entscheiden. Ja, das bin doch ich, die Saskia. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Neu, jetzt war doch. Wir finden es super, wenn du den Kanzlerkandidat machst von der SPD. Wer ist denn jetzt wieder wir? Ha, ich, die Saskia und der Novabo. Jetzt sind sie schon drei? Neu, ich bin die Saskia. Und mit Novabo bin ich zwei Parteichefs. Zwei? Ja, können Sie sich denn nicht entscheiden, wer von Ihnen Parteichef sein soll? Du wolltest doch auch zwei Parteichefs sein mit der Clara Geiwitz zusammen. Ja, ich bin das ja nicht geworden, weil die Wähler nicht wussten, wer von uns ein Parteichef sein soll. Neu, du bist nicht geworden, weil mir, der Novabo und ich, dich besiegt haben. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Neu, jetzt war doch. Ich weiß, es war arg für dich, aber als Ausgleich geben wir dir den Kanzlerkandidat jetzt. Warum? Weil Deutschland einen Kanzler braucht, der erfahren ist und krisensicher entschlossen. Und wer soll das sein? Ja, du. Du hast eine klare Sicht auf eine sichere und gute und gerechte Zukunft. Das fällt Ihnen aber spät ein. Ja, ich weiß, aber du weißt, wie man Probleme bewältigt und das wissen wir alle nicht. Wer? Hat der Novabo und ich. Sie sind nicht krisensicher und nicht erfahren und nicht entschlossen? Nein, jetzt setz dir nur drauf. Und ich bin das alles? Ja, das habe ich doch gesagt. Und warum bin ich dann nicht Parteichef geworden? Weil, wie die Wahl war zum Parteichef, da haben die SPD-Mitglieder das halt nicht gewusst, dass wir das nicht sind. Und jetzt wissen Sie das alles? Ja, leider. Und darum soll ich Kanzlerkandidat sein? Ja. Und warum sollen Sie nicht Kanzlerkandidat sein? Weil. Bitte? Weil du eh nie Bundeskanzler wirst. Wir wollen uns die Niederlage ersparen. Du musst Schaden von uns zwei Parteichefs abwenden, indem du sie einsteckst. Die Niederlage? Ja. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Und jetzt zu Ihnen. Im letzten Jahr hat die SPD über 6 Monate in Anspruch genommen, um 2 Parteichefs zu finden, die sich irgendwo unter den Hinterbänken versteckt hatten. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die der SPD versprachen, was viele in der SPD wollten, raus aus der GroKo und linke Politik. Und Olaf Scholz wurde abgewatscht, weil er den Reichen nicht genügend Steuer abgenommen hat, zu mittig war, zu wenig SPD war, keine Kanten hatte und keine Ründungen. Seither warten viele in der SPD auf das Ende der GroKo und auf linke Politik. Auf Reichensteuer und auf Kanten und Rundes. Und es kommt und kommt nicht. Also gerät die SPD immer weiter aus dem Bewusstsein der Wähler. Und da passiert es, dass Olaf Scholz auf einmal verstrickt wird in einen sogenannten Wirecard-Skandal, wo er nicht genügend kontrolliert hat, und wird dem Wähler jeden Morgen aufs Butterbrot geschmiert. Und der Wähler denkt sich, was, wie Scholz und SPD, was haben die denn miteinander zu tun? Ach, der ist SPD. Ach, die gibt es noch. Das ist, was? Das ist ja toll. Na, wenn die so oft in der Presse stehen, da muss an denen ja was dran sein. Denn ein Skandal ist heute ein Erfolgssiegel. Ohne Skandal bist du nichts. Ohne Shitstorm bringst du keine Wähler. Donald Trump ist das beste Beispiel. Nein, bitte. Olaf Scholz ist natürlich nicht Donald Trump. Nicht mal dafür reicht es. Aber er hat einen Skandal und bringt Wähler. Also wählen Esken und Borjans Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten, obwohl er für nichts steht, wofür die beiden zum Parteichef gewählt worden sind. Sie hoffen aber, dass sie durch ihn nicht verhungern. Olaf Scholz soll ihre Essensmarke sein in den Notzeiten des Krieges Wähler gegen SPD. Na? Scholz also durch Esken und Borjans. Das ist für viele, die Auflagen und Maßnahmen wegen Corona für überzogen halten, Wasser auf die Mühlen. Denn dass etwas nicht nur auf die Lunge geht und einem die Sprache verschlägt, sondern auch das Hirn angreift, dazu braucht man kein Coronavirus. Es reicht eine einfache Mitgliedschaft in einer ehemaligen Volkspartei. Guten Abend.